So, erstmal hallo wieder alle zusammen. Nett, dass wir so eng beisammen sitzen. Eigentlich gemein, gell, dass andere gehen müssen. Und da liegen Klamotten da vorne, es ist heute so. Aber es nutzt nicht. Heute Morgen war ich in Karlsruhe, da war der Allianz-Gottesdienst. Ist ja Karlsruhe hier, ja? Ja, war super. War ganz gesegneter Morgen, war gerne dort, gute Zeit. Und Jugendmissionskongress war ich ja schon so oft, ich weiß gar nicht wie oft, aber ganz schön oft schon halt. Und das Thema heute ist eben Glauben inmitten von Zweifeln. Und das Untertitel, ich glaube, dass Glauben immer möglich ist. Und ich möchte anfangs zwei Verse vorlesen oder drei aus dem letzten Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und damit möchte ich dieses Thema beginnen. In Matthäus 28, wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mitlesen. Matthäus 28, Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und ruft sie, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich glaube, ich brauche bald Brillen erst. Was mir hier an diesen zwei Versen vor Jahren mal aufgefallen ist, als sie den auferstandenen Jesus sahen. Einmal, was will man mehr? Man hat gesehen, der wurde gekreuzigt, dann ist er auferstanden und sie sahen ihn. Dann lesen wir, einige fielen nieder, das kann ich verstehen. Andere aber zweifelten, ist es wirklich oder ist es ein Trick? Und seht ihr, der Konflikt zwischen Glaube und Unglaube, der ist so alt wie die Menschheit selbst. Es ist kein Randthema, Zweifel und Unglaube, sondern ein Zentralthema unseres Lebens. Ich persönlich bin als 15-Jähriger unserer evangelischen Gemeinde in der Ramsau zum Glauben an Jesus gekommen. Und es ist ein Geschenk, so sehe ich es. Jesus hat mich gefunden. Aber neben dem Geschenk des Glaubens, dass ich an Jesus glauben darf, hat Gott mir einen zweiten Reisebegleiter mitgegeben, und das ist oft ein unangenehmer Geselle, und das ist der Zweifel. Es geht mir leider nicht wie im Peter. Mir ist es nie leicht gefallen zu glauben, und das ist bis heute so geblieben. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Es ist einfach so. Ich habe auch meine Zweifel noch nie als angenehm empfunden, sondern immer als unangenehm. Ich habe schon oft gebetet, dass Gott sie wegnehme. Ab und zu ist es weg und dann kommt es wieder. Und ich spreche über meine Zweifel nicht extrem oft, aber regelmäßig. Aus dem Grund, weil ich sehe, dass ich nicht der Einzige bin. Und dass wir manchmal dieses Thema so hinten anstellen oder sogar in manchen Kreisen gesagt wird, wenn du wirklich gläubig bist, dann sollte das nicht sein. Und viele glauben ohnehin, wenn du sowas tust wie ich, dauernd rumreisen und predigen und so, ja, der hat ja sowieso Glaube und so weiter, das stimmt nicht. Warum zweifle ich? Ich gebe euch ein paar objektive Gründe. Zweifel ist ja objektiv und subjektiv. Aber es gibt objektive Gründe, warum ich zweifle. Erstens, wegen der globalen und individuellen Ungerechtigkeit. Warum müssen jeden Tag tausende Kinder sterben, tausende Mädchen werden vergewaltigt und Gott schaut zu? Manchmal kämpfe ich damit und denke mir, wenn es einen Gott gäbe, der müsste doch was tun jetzt bei dieser Gemeinheit. Oder warum darf es mir körperlich so gut gehen? Bin jetzt fast 50 und immer noch gesund.
Ich kann Sport betreiben, ich kann vieles noch tun, was viele andere, viel Jünger nicht mehr können. Aber meine liebe Schwester, die Gerte, die sitzt seit 15 Jahren im Rollstuhl. Und nicht nur das, sie hat jeden Tag Schmerzen. Es ist ja wahr, wir haben schon oft gebetet, dass Gott sie heilt. Er hat sie bis heute nicht geheilt. Oder dann haben wir Nachbarn, die haben ein oder zwei Kinder. In der Familie geht es auch nicht sehr gut und dann stirbt das kleinere Kind an Krebs. Wir haben drei Kinder und alle drei sind gesund. Ich frage mich eher auch nicht, so wie der Beter, warum muss uns das passieren? Ich frage mich eher, warum passiert es uns nicht? Weil ich so viele andere Familien und Menschen sehe, denen es passiert. Oder vor ein paar Monaten bei uns wurde, wir leben am Land, wurde ein Mädchen von uns vergewaltigt von vier besoffenen Burschen. Warum schaut Gott dazu? Das ist ein objektiver Grund, warum ich oft zweifle. Ich habe auch Anfragen an die Bibel. Kann das alles stimmen, was da drinnen steht, mit Auferstehung, mit den ganzen Wundern? Wenn Jesus dasselbe ist, warum sehe ich heute nicht so viele Wunder wie damals? Oder die ganzen Konzepte über gefallene Engel, über Himmel und Hölle. Manchmal denke ich mir, ist das alles nur ein Märchen oder kann das stimmen? Oder Archäologie. Die Archäologie, das ist ja etwas sehr Faszinierendes, bestätigt ja eigentlich das meiste, was in der Bibel steht. Aber wir finden so gut wie gar nichts von der Zeit David und Salomon. Dabei hatte Salomo eine Bauwut. Wir müssten doch was finden von dem. Christsein an sich ist ein Faktor. Die Bibel sagt, jeder, der ein Christus ist, ist eine neue Kreatur. Stimmt das? Seid ihr wirklich alle so neu? Oder seid ihr doch relativ alt? Ich meine jetzt nicht im Alter, sondern im Benehmen. Seht ihr, mir scheint der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen oft viel zu gering. Wenn wir neue Kreaturen sind, warum sind wir nicht so viel anders wie die? Als ich jung war, kann ich mich erinnern, da, als ich anfing zu predigen, dann wirst eingeladen bei Männern oder Frauen, die berühmt oder bekannt sind. Da habe ich mir gedacht, wow, da oder wenn ich den treffe. Wisst ihr was, mich hat jeder enttäuscht, weil die waren alle so normal. Die mussten staubsaugen, die gingen auch aufs Klo, alles ganz normal. Die waren genauso stimmungsabhängig und beleidigt wie ich und andere. Dann denke ich mir, wo ist der große Unterschied? Manchmal denke ich mir, das ganze Christsein ist eine Gehirnwäsche, es ist Psychologie. Ich rede mir das jetzt seit über 30 Jahren selber ein und darum funktioniert es auch bis zu einem gewissen Grad. Und diese Zweifel, das sind die Zweifel, die ich habe, objektiv, und die verwirren mich. Und manchmal hatte ich Angst, in diesen Zweifeln meinen Glauben zu verlieren. Das war eine große Angst zu gewissen Zeiten meines Lebens. Allerdings habe ich da, ich weiß nicht mehr genau, wie lang das aus ist, 7, 8 Jahre, habe ich im Judasbrief zwei Verse gelesen. Da ist nur ein Kapitel. Ist nicht schwierig, das kannst du beim Zahnarzt schnell lesen. Judas 1, 22, da sagt er, und die einen, die zweifeln, und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Und im Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unseren Heiland Jesus Christus. Hier stehen zwei Dinge. Er sagt hier, erbarmt euch derer, die zweifeln. Und zweitens, der Herr wird euch bewahren vor dem Straucheln. Da habe ich zwei Lektionen gelernt. Ich brauche mich nicht schämen, wenn ich zweifle. Ich muss mich nicht schuldig fühlen, wenn ich zweifle, weil Gott ist barmherzig mit Zweifler. Zweitens, in meinen Zweifeln muss ich keine Angst haben, meinen Glauben zu verlieren, weil letztlich Gott mich vor dem Straucheln bewahrt und nicht mein Glaube. Und dafür war ich extrem dankbar. Das ist das eine.
sind die objektiven Gründe, warum ich zweifle. Zweitens ist wichtig, sich daran zu erinnern, Zweifeln ist menschlich. Zweifeln ist nicht nur, ich sage das unter Anführungszeichen, das Vorrecht von gläubigen Menschen. Zweifeln ist auch das Los des Ungläubigen, des Atheisten. Auch der Atheist bleibt nicht von Zweifel verschont. Seht ihr, der Gläubige, der mit Gott lebt, hat manchmal Zweifel daran, ob es Gott gibt. Der Ungläubige, der Gott weg erklärt, der hat manchmal Zweifel daran, ob es Gott nicht doch gibt. Und das Wörtchen vielleicht kommt nicht nur dem Gläubigen, sondern auch dem Atheisten. Es holt auch ihn ein, wo er denkt, ja, vielleicht ist Gott doch Realität. Was dann? Und so kommt es darauf an. Manchmal ist der Glaube wie eine Seifenblase, wo man denkt, es ist nur eine Seifenblase, die zerplatzt. Oder ist der Glaube doch ein Ei, das gefüllt ist mit Hoffnung? Seifenblase oder Ei? Das ist die Frage. Josef Ratzinger, der jetzige Papst, hat es einmal gut formuliert in seinem Buch Einführung ins Christentum, hat in den 60er Jahren geschrieben, als er dort theologischer Leiter im Vatikan war, hat er geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Und das stimmt. Dritter Punkt. Warum glaube ich immer noch? Neben dem sichtbaren Universum gibt es zu viele unsichtbare Realitäten, die man zwar nicht anfassen kann, aber 100% Realität sind. Zum Beispiel die Realität von Liebe. Warum lieben wir uns und warum geben manche sogar ihr Leben für andere aus Liebe? Das kann man doch nicht einfach so erklären mit chemischen Reaktionen im Gehirn. Das ist mehr als Chemie. Da ist was dahinter. Es ist eine Realität. Oder die Realität von Hoffnung. Worauf hoffen wir, wenn alles wirklich nur Zufall wäre? Wenn alles sinn- und ziellos ist, dann hätten wir keine Hoffnung. Warum hoffen wir dann? Bertrand Russell, das war ein Atheist in den frühen 20. Jahrhundert, der hat geschrieben, die Milchstraße ist ein winziger Teil der sichtbaren Welt. Innerhalb dieses Teils ist das Sonnensystem ein unendlich kleiner Fleck und innerhalb dieses Fleckens ist unser Planet ein mikroskopisch kleines Körnchen. Auf diesem Körnchen kriechen winzige Gebilde aus Kohlenstoff und Wasser ein paar Jahre herum, ehe sie sich wieder in die Bestandteile auflösen, aus denen sie zusammengesetzt waren. Wenn das meine Philosophie ist, wo ist dann Hoffnung? Aber jeder Mensch lebt mit Hoffnung. Dann die Realität von Sinn. Wenn dieses Leben nur Zufall wäre, dann kann es keinen Sinn haben. Weil Zufall kann keinen Sinn hervorbringen. Warum, wenn das so ist, fragt der Mensch dann nach Sinn? Warum, wenn das mit der Evolution so stimmt, wollen wir überhaupt etwas Sinnvolles tun? Warum begeht dann ein Mensch Selbstmord, weil er den Sinn des Lebens verloren hat, wenn es sowieso keinen Sinn gäbe? Dr. Viktor Frankl, den ich oft zitiere, sein herausragender Satz war, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es so etwas wie einen Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Diese und viele andere Argumente führen mich auf die Straße des Glaubens. Und dabei hat der Glaube mehr Gewicht als der Zweifel.
John Ortberg hat ein gutes Buch geschrieben über Glaube und Zweifel. Kennt das jemand? Hat er, glaube ich, vor 3 Jahren geschrieben. Ich wollte da gerade ein Buch schreiben über Glaube und Zweifel, dann hatte John Ortberg das geschrieben. Das war noch besser als das, was ich schreiben wollte. So konnte ich mir das ersparen. Und er hat geschrieben, der Zweifel verhält sich zum Glauben wie die Dunkelheit zum Licht oder wie die Krankheit zur Gesundheit. Es ist das Fehlen von etwas. Seht ihr, eine Krankheit ist das Fehlen von Gesundheit. Aber Gesundheit ist viel mehr als das Fehlen von Krankheit. Das ist jetzt schwer zu übersetzen, gell? Dunkelheit ist das Fehlen von Licht. Aber Licht ist mehr als das Fehlen von Dunkelheit. Das kannst du beweisen. Zweifel ist das Fehlen von Glauben, aber Glaube ist viel mehr als das Fehlen von Zweifel. Ich komme zum nächsten Punkt, und zwar zum legitimen und zum tödlichen Zweifel. Es gibt einen legitimen Zweifel und es gibt einen tödlichen Zweifel. Der legitime Zweifel kommt vor allem durch die harten Lebenswirklichkeiten, die uns begegnen. Das Hungern kleiner Kinder, die Ausbeutung der Schwachen, das unverdiente Leid und so weiter. Wir wollen glauben, aber es fällt uns so schwer zu glauben im Angesicht der Tatsachen. Und ich liebe in Markus Kapitel 9 ist die Geschichte vom Vater mit dem besessenen Sohn. Die Jünger konnten ihn nicht heilen. Und als Jesus kommt, sagt dieser Vater zu Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und der Vater antwortete, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Das ist ehrlicher und berechtigter Zweifel. Und berechtigte Zweifel dienen uns sogar, uns im Glauben zu stärken. Denn wenn du Dinge hinterfragst, und das sollst du, wir Christen haben die Freiheit, wir dürfen die Bibel hinterfragen, wir dürfen alles hinterfragen. Je mehr du hinterfragst, ehrlich, und eine Antwort bekommst, desto fester wird dein Fundament. Insofern will ich sogar zum Zweifel ermutigen. Aber es gibt auch einen tödlichen oder ich nenne ihn den unehrlichen Zweifel. Ich nenne den unehrlichen Zweifel nicht einmal Zweifel, sondern ich nenne ihn willentlichen Unglauben. Seht ihr, da gibt es den ungläubigen Zweifler und den gläubigen Zweifler. Der ungläubige Zweifler, das ist eine Person, von mir aus ein Atheist oder ein Agnostiker, der hat sich entschieden, ich will Gott anzweifeln, ich will nicht glauben. Es ist mir schon öfter passiert, wenn ich zum Beispiel, es gibt gewisse Konferenzen, Männerkonferenzen oder Abend, da gibt es gutes Essen und dann gibt es einen Vortrag, da sind die Hälfte der Leute nicht gläubig. Super, dass die kommen. Und da ist mir schon passiert, dass nach meinem Vortrag kommen dann der ein oder andere zu mir, die jetzt mit dem Glauben nichts am Hut haben und die haben sehr viele Fragen. Und ich setze mich mit dem hin, er stellt eine Frage, ich beantworte so gut ich kann. Und da ist es mir schon ab und zu so ergangen, er stellt eine Frage, ich beantworte, er stellt Frage, ich beantworte. Nach einer halben Stunde, das ist so ein Ping-Pong-Spiel, wer weiß mehr, frage ich manchmal, angenommen, ich könnte dir jetzt jede deiner intellektuellen Fragen zu deiner Zufriedenheit beantworten. Würdest du dann ein Jünger Jesu werden? Dann sagt er, na, das tue ich sowieso nicht. Dann sage ich, dann ist es besser, wir gehen Kaffee trinken. Weil es nur Zeitverschwendung. Das ist kein ehrlicher Zweifler, ich nenne das einen willentlichen Unglauben. Denn seht ihr, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber für die, die euch so gestrickt sind, ist es vielleicht eine Hilfe.
Ein ehrlicher Zweifler muss auch seine Zweifel bezweifeln. Denn seht ihr, jede Skepsis beruht auf einer Annahme, die man nicht beweisen kann, genauso wie der Glaube. Darum ist jeder Zweifel, wie skeptisch er sein mag, im Grunde ein alternativer Glaube. Aber auch den musst du anzweifeln. Es ist übrigens meine tiefe Überzeugung, das ist nur meine persönliche Überzeugung, dass die meisten Menschen, auch hier in Deutschland und Österreich, die meisten Menschen wissen eigentlich, dass es einen Gott gibt. Aber sie verdrängen es. Das ist aber nicht Zweifel, sondern Verdrängung. Dann gibt es auch noch den christlichen, den gläubigen Zweifler, der nicht hilfreich ist. Und zwar im Jakobusbrief, da lesen wir im Jakobusbrief im ersten Kapitel, lesen wir über diesen christlichen Zweifler im Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Willen gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ein wankelmütiger Mann. Das griechische Wort hier ist diepsuchos. Das heißt, dieser Mann hat zwei Seelen, zwei Sinne. Und er betet zwar einerseits, aber andererseits hat er schon beschlossen, Gott wird sowieso nichts tun, der kann nichts tun. Er ignoriert die Gottesbeweise und will die Zusagen Gottes nicht mehr ernst nehmen. Das ist ein Zwei-Seelen-Mann. Der ist wankelmütig. Aber das ist nicht berechtigter Zweifel, sondern unehrlicher Zweifel. Nun komme ich zum praktischen Teil. Das war jetzt ein bisschen theologisch, philosophisch, was aber wichtig ist zu verstehen. Und ich möchte jetzt noch darüber sprechen, wie gehe jetzt ich mit meinen Zweifeln um? Kann ich mal sehen, könnt ihr euch ruhig trauen, wie viele von euch kämpfen regelmäßig mit Zweifeln? Kannst du mal die Hand heben? Ja, ich würde grob sagen, es sind ungefähr 20% von diesem Raum und dann sind noch 20, die sich nicht getraut haben. Es ist mein großes Vorrecht, auf der ganzen Welt über Jesus zu reden. Und ich tue es gerne mit Leidenschaft. Aber es ist mir schon passiert, dass ich das, was ich gepredigt habe, selbst nicht glauben konnte. Und mir wurde bewusst, was ich predige über Christus, das ist revolutionär. Was, wenn es nicht stimmt? Dann bin ich einer der größten Verführer und ich bin selber ein armer Verführter. Und ich habe oft extreme Zweifel. Es war tatsächlich so, manchmal, ich stehe hier oben und ich predige, aber man denkt, na, ich glaube das nicht. Und vor Jahren ist mir das ziemlich schwer gefallen. Und es kam echt zu der Zeit, wo ich gedacht habe, ich muss aufhören damit, denn ich bin ein Heuchler. Und da ist mir nicht gut gegangen. Und der Gott ist ja treu, er ist echt treu. Das war nur so ein paar Bierfetzen mit ein paar Zitate, wo keine Ahnung, von denen ich den gekriegt habe. Da war nur ein kleiner Satz in der Mitte drauf, gar nicht mehr von dem es war, Chambers oder was weiß ich, irgendein Wesley oder so einer. Und der hat gesagt, wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Und wisst ihr was, das hat mich so ermutigt. Zuerst habe ich mir zwar gedacht, das ist ja Blödsinn, das ist ja Widerspruch. Aber ist es nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Wisst ihr, warum nicht? Weil Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch freimachen.
Jesus hat nicht gesagt, deine Überzeugung der Wahrheit wird Menschen frei machen. Wenn du echt überzeugt die Wahrheit predigst, dann wären sie gläubig. Nein, die Wahrheit wird Menschen frei machen. Und Christus hat zu mir gesagt, Hans Peter, predige nur die Wahrheit. Ob du das glaubst oder nicht, ist relativ irrelevant. Predige die Wahrheit, denn das macht Menschen frei. Und darum ist es meine Pflicht, die Wahrheit auch dann zu predigen, wenn ich jetzt aus welchen Gründen immer im Moment daran zweifle. Ist ja auch interessant in Matthäus 28, was ich vorgelesen habe. Beim auferstandenen Jesus, einige fielen nieder, andere aber zweifelten. Und dann sagt Jesus zu beiden Gruppen, da die Zweifler, da die Gläubigen, zu beiden sagt er, geht hin in alle Welt und verkündigt, warum? Weil mir ist gegeben alle Macht. Er hat nicht gesagt, ihr die Gläubigen, ihr geht mal, ihr seid schon so weit und ihr macht noch mehr Bibelschule oder so, dann werdet noch begradigt und wenn dann die Zweifel beseitigt sind, könnt ihr auch gehen. Nein, er sagte zu beiden, den Überzeugten und den Zweiflern, geht hin. Wisst ihr warum? Mir ist gegeben alle Macht, darum geht, nicht weil ihr so super seid. Das hat mir sehr geholfen. Und das Zweite ist, was tue ich, wenn ich zweifle? Also erstens, ich predige in Gewissheit und in Zweifel. Zweitens, wenn ich so in Zweifel bin, und wie gesagt, ich habe das noch nie als schön empfunden, sondern immer als bedrückend. Was ich dann tue ist, ich drehe mich um, 360 Grad Wendung, und ich schaue, was hat die Welt sonst noch zu bieten? Wenn das mit Jesus nicht stimmt, angenommen, er ist nicht auferstanden, was würde ich dann glauben? Was ist die Alternative? Welche Religion, welche Philosophie, Hedonismus, Materialismus, ist das eine Alternative? Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Ich bin ja fast 50, ich habe schon ein paar Sachen entdeckt. Wenn du jung bist, glaub mir das. Diese Welt hat nicht viel zu bieten. Wenn man so 20 ist, denkt man sich, ja, der hat ja keine Ahnung, der Typ. Wenn du älter wirst, denkst du, ja, also, was war das jetzt alles? Allzu viel hat es nicht zu bieten. Im Johannes 6 ist interessant, da offenbart sich Jesus der ganzen Menge, die ihm nachging. Er ist das Brot des Lebens. Wer nicht sein Leib isst, sein Blut trinkt, kann nicht sein Jünger sein. Daraufhin sind alle abgehauen, die ganze Menge. Und die 12 blieben noch bei ihm und dann hat er die 12 gefragt, wollt ihr auch gehen? Und dann hat Petrus gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und mir geht es oft so wie dem Petrus, wenn ich zweifle an Jesus und der Bibel und dem ganzen Christentum, dann schaue ich mich um und sage, Herr, wenn du nicht die Wahrheit bist, was ist die Alternative? Und wisst ihr was, Freunde, ich finde keine. Und das tut mir manchmal in unserer Neuzeit ein bisschen leid, dass junge Menschen, ich glaube nicht nur junge, auch ältere, das sind keine Gläubigen, auch keine Atheisten, weil ein Atheist, der ist Antitheist, der ist wenigstens gegen etwas. Aber heute sind viele Menschen weder dafür noch dagegen. Denn ist es einfach egal. Wenn du da sagst, was hältst du davon, dass so und so viele Menschen gläubig sind in Deutschland und so viele Atheisten? Dann sagt er, ja, dann soll es so sein. Ist mir egal. Das sind keine Atheisten, sondern das sind Untheisten. Weil die sind ja nicht gegen etwas. Die sind total gleichgültig und das finde ich als einen der größten Flüche in unserer Gesellschaft. Da gibt es einen lieben Freund von mir, der Alexander Gart, der ist Pfarrer in Berlin, junge Gemeinde Berlin. Das imponiert mir, weil 60% seiner Gottesdienstteilnehmer sind ehemalige Atheisten. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt, die Welt ist genug. Und er sagt, für die meisten Menschen, die würden sagen, du, ich bin gesund, ich habe Familie und Beruf, ich habe Spaß manchmal und das ist genug. Dann sagst du, aber was ist mit dem Leben danach? Was ist mit dem Sinn? Sagt er, mir egal, die Welt ist mir genug. Und dann hat er in Klammer geschrieben, die Welt ist nicht genug. Wisst ihr, wofür wir beten können? Auch deine Freunde, die Gott nicht kennen. Dass du mit ihnen Gespräche führst, wo sie erkennen,
diese Welt ist nicht genug. Denn wenn sie das erkennen, ist es nur noch ein Schritt zu Jesus. Was tue ich sonst noch? Wenn ich Zweifel habe, dann gehe ich mit Gott spazieren und ich sage ihm alle meine Zweifel. Jetzt wirst du denken, dieser komische Typ, der zweifelt an Gott und geht mit ihm spazieren. Wenn du an ihm zweifelst, dann brauchst du ja nicht mit ihm reden. Nun, aber ich bin inzwischen so, dass ich sagen muss, ich will objektiv bleiben. Denn es gibt eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, so oder so. Und 50%, dass es ihn nicht gibt. Übrigens, das kannst du manchmal verwenden, wenn Leute sagen, Gott gibt es nicht. Dann fragst du diesen Menschen, wer immer das ist, ob gebildet oder nicht, fragst du ihn, gibst du zu, dass du mehr als die Hälfte von allen Dingen, die es zu wissen gibt in diesem Universum, nicht weißt? Wenn er halbwegs normal ist, wird er sagen, ich weiß viel weniger als nicht nur die Hälfte. Dann kannst du ihm sagen, ist es dann nicht möglich, dass auf der anderen Seite, von der du keine Ahnung hast, Gott existiert? Das musst du offen lassen, wenn du ehrlich bleiben willst. Und darum will ich auch in meinen Zweifel ehrlich bleiben und ich gehe mit Gott spazieren und sage, Gott, es kann sein, dass es gar nicht gibt. Ist okay, dann rede ich mit der Luft, tu dir nicht weh. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es dich gibt und darum rede ich jetzt. Und dann sage ich Gott all meine Zweifel, dass ich ihn nicht mehr glauben kann und die Dinge, die mich belasten und so weiter. Und wisst ihr, was das Gewaltige ist? Wirklich immer wieder treu, gibt Gott mir dann eine innere Gewissheit, wo er sagt, Hans-Peter, ich bin da. Und das ist mehr als Psychologie, das kenne ich auch. Sondern es ist ein Friede, der mir eine Gewissheit ins Herz gibt. Gott beantwortet nicht immer meine Fragen. Aber er schenkt mir dann wieder diese Gewissheit. Und das ist etwas Göttliches, das kommt vom Heiligen Geist, dem Tröster. Ich mache sehr oft Frage- und Antwortstunden und ich mache das gerne. Aber wisst ihr, wenn ich dir intellektuell alle Fragen beantwortet habe, hast du eine Woche später wieder eine Frage. Das ist, alle Fragen zu beantworten, ist nicht die Lösung des Problems des Zweifels. Die Lösung ist die Gewissheit, die nur von Gott kommen kann. Was tue ich noch? Wenn ich Zweifel habe, dann betrachte ich die Schöpfung. Ich schaue auf den Himmel, auf die Sterne, auf den Vollmond. Ich schaue wie jetzt, wir haben wahnsinnig viel Schnee momentan zu Hause in Österreich in den Bergen. Manche Täler, die können gar nicht mehr rausfahren. Ich schaue mir die Schneeflocken an, ich schaue mir die Tiere an, die Vögel, alles Mögliche. Ich schaue mir den Menschen an, meine Frau, meine Kinder, wie sie da sitzen. Und dann entdecke ich, das kann doch nicht alles nur so Zufall sein. Die Schöpfung spricht eine Sprache. Paulus sagt es auch im Römerbrief. Im Römer 1 und Vers 19, da sagt der Apostel Paulus, ich lese euch das nur vor, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, ja Gott ist unsichtbar, du kannst ihn nicht mit Augen sehen, sowohl seine ewige Kraft als seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in der Schöpfung wahrgenommen. Mir hilft das unheimlich, in die Schöpfung zu gehen und die Gewissheit von Gott zu kriegen. Dann noch ein letztes, das ich gelernt habe zu tun, wenn ich zweifle. Ich danke Gott für meinen Zweifel. Das kommt mir nicht leicht, nicht so, ah, danke Gott für den Zweifel, super wieder einmal. Im Gegenteil, ich sage Gott, Gott, ich hasse diese Zweifel. Gott, ich will diese Zweifel nicht. Gott, ich wünsche mir die Gewissheit. Aber Gott, obwohl ich sie nicht will, obwohl ich schon oft gebetet habe, dass du sie nimmst, sind sie immer noch da und darum danke ich dir, Gott. Sie dienen zu etwas, sie sind nicht umsonst. Und so gehe ich weiter mit dem Herrn.
Ein Zitat vom Buch The Pilgrim's Progress. Wie heißt das? Die Pilgerreise, genau. Eins der meistverkauften christlichen Bücher. Da ist der Evangelist und da ist der Pilger, der auf der Suche ist. Und das gefällt mir, ich glaube, auf der zweiten oder dritten Seite schon. Da fragt der Evangelist den Pilger, der auf der Suche nach den Antworten ist, auf der Suche nach Gott. Da deutet er über das Feld und sagt, siehst du das Licht da hinten? Und dann sagt er, nein. Und dann sagt er nochmal, dazwischen, siehst du das Licht? Und dann ist eine Antwort, die ich liebe. Da sagt der suchende Pilger, ja, ich glaube, ich sehe das Licht. Und von da an bleibt er auf seinem Weg. Und wisst ihr, manchmal geht es mir so. Manchmal sehe ich das Licht glasklar. Ich weiß, dass es stimmt. Ich weiß, dass ich es weiß, dass ich es weiß, dass Gott die Wahrheit ist. Und manchmal habe ich Momente, wo ich mir denke, ich glaube, ich sehe das Licht. Und ich habe gelernt, aber weiterzugehen, bis es wieder klar ersichtlich ist. Und ich will schließen mit einer Geschichte. Und zwar die alles entscheidende Frage ist nicht, ob du zweifelst oder nicht. Die alles entscheidende Frage ist Gott ein Lügner oder ist er die Wahrheit? Und eine Geschichte, die habe ich schon 500 Mal erzählt, aber ist egal. Wenn du sie schon kennst, tut es auch nicht weh. Ich habe so ein Buch mit schottischen Geschichten. Die Schotten, die haben ja auch so ihre Sache, gell? Die sehen immer dieses Loch Ness-Monster ohne Fotoapparat. Ich habe keine Ahnung, ob die Geschichten stimmen, aber sie sind nett. Da war eine alte Frau bekannt als das alte Nannerl und die lebte allein in einer Hütte in Schottland. Sie war arm und ans Bett gebunden, aber sie war reich im Glauben. Und die Geschichte erzählt, ein junger Mann, ein junger Pfarrer, hat diese alte Nannerl regelmäßig besucht, mehr zu seinem eigenen Vorteil, weil er viel von ihr lernen konnte. Und einmal wollte dieser junge Pfarrer den Glauben von der alten Nannerl prüfen. Und er sagte, Nannerl, nehmen wir einmal an, dass dich Gott am Ende, trotz all deiner Gebete, trotz all deinem Glaubens, doch verwerfen würde. Was dann? Und die Geschichte erzählt, die alte Frau stützt sich auf den Ellbogen, schaut dem Pfarrer in die Augen und sagt, du bist auch noch nicht allzu weit gekommen. Warum sollte Gott mich verstoßen? Wenn Gott mich verstößt, dann wäre er der größte Verlierer. Wenn er mich verstößt, würde das alte Nannerl ihre Seele verlieren. Das stimmt und das wäre tragisch. Aber Gott würde seinen Charakter verlieren. Denn Gott weiß, dass ich all meine Hoffnungen und meine Seele auf seine Versprechen gebaut habe. Und sollten die gebrochen werden, dann würde wohl das ganze Universum vergehen, denn dann wäre Gott ein Lügner. Und wisst ihr was, ich sage dasselbe. Wenn Gott mich einmal verstößt, dann ist er der größte Verlierer. Nicht, weil ich so super bin, sondern weil ich mein Leben auf seine Versprechen baue. Und wenn Gott nicht zu seinen Versprechen steht, dann ist er der Verlierer. Das ist Glaube. Nicht du musst den Glauben produzieren und super sein, sondern Gott steht zu seinen Zusagen. Darauf beruht mein Glaube, im Zweifel und in der Gewissheit. Darum, Zusammenfassung, es ist menschlich zu glauben. Gott ist barmherzig mit Zweiflern, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Gott gebraucht dich mit deinen Zweifeln. In Russland, in Afrika und in Deutschland. Gott, du brauchst keine Angst haben, den Glauben zu verlieren, weil Gott bewahrt uns, nicht wir. Und Hilfe erfahren wir nicht, indem wir alle Fragen beantwortet bekommen, sondern indem wir von Gott die Gewissheit kriegen, die nur vom Heiligen Geist kommt. Und vertraue darauf, Gott ist kein Lügner,
Er ist die Wahrheit. Ich bete noch. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns gebrauchen kannst in deinem Reich als Zweifler und als Tiefgläubige. Als Menschen, die feststehen und als Menschen, die manchmal unrund werden, wo die Lebensumstände uns ganz fundamental durcheinander schütteln, uns zum Zweifeln bringen oder wo Gleichgültigkeit uns übermannt und wir gar nicht mehr merken, dass wir Glauben oder Zweifel haben, weil es uns egal ist. Herr, wo immer wir stehen, wir dürfen wissen, dass du der bist, der uns bewahrt, nicht wir. Dass es deine Versprechen sind, auf denen wir bauen, nicht auf unseren Glauben. Und dass es deine Liebe ist, die uns letztlich immer wieder zu dir zurückholt. Ich danke dir, Jesus, für diesen Nachmittag jetzt. Ich danke, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen mit deinem Wort, uns stärken dürfen im Glauben, uns gegenseitig zusprechen dürfen, deine Versprechen im Wissen, du bist kein Lügner. Dafür danke ich dir. Herr, segne die Menschen hier und mach sie zum Segen. Amen.